Gibt schon komische Sachen in diesem globalen Puzzle, weil wir aufgeklärt sind und auf biologische Sachen. Aber die Geichen, die uns damals Agent Orange einbrachten, versuchen uns die GMOs aufzuschwatzen. Misstrauisch, wieso, wegen was denn? Nur weil sie Regenwald umähen und dann mit Hilfe von Chemikalien Soja anpflanzen. Das sind Laboren erwachte. Und ohne das Ganze Monsanto Roundup Ready in dem bloßen Boden nicht wachse. Aber hey, wir wissen, man kann's in Europa nicht pflanzen. Das Verbot ist schon klasse. So eine Kacke und Scheinheiligkeit oberster Klasse. Es wird hereingemogelt in Massen, die sich auf diese Logos verlassen. Es ist ein Trog von den ganzen Hühnern, Rindern und Schweinen, die es sich einverleiben, mit dem Mist heranreifen, die das Gift in sich speichern. Spiel das Spielchen mal weiter, bis wir die Scheiße zusammen mit unseren Kindern verspeisen. Ich bin nicht leise bei diesem globalen Puzzle, wenn viele Transgene Pflanzen werden grundsätzlich patentiert. Damit wird die gemeinsame Grundlage des Lebens, das niemand erfinden oder technisch herstellen kann, zu privatem geistigem Eigentum. Bauern dürfen Genpflanzen als Lizenznehmer nutzen. Dass die Monopolstellung bei der Produktion von genveränderten Saatgutes, haben wir gerade schon gehört, 90% liegt in den Händen von Monsanto. Aber ihr wisst ja wahrscheinlich auch, dass die nicht nur eben das gentechnisch veränderte Saatgut patentieren lassen, sondern auch gezüchtetes Saatgut patentieren lassen, sodass eben auch der normale Bauer dann eben dieses auch weiterkaufen. Denn wenn Großkonzerne die Landwirtschaft beherrschen, dann werden die kleineren Betriebe alle kaputt gemacht. Und das muss verhindert werden. Und deswegen müssen alle landwirtschaftlichen Betriebe sich vernetzen und müssen ein Netzwerk aufbauen, ein Netzwerk gentechnikfreie Nahrung. Und deswegen bin ich, es soll nicht immer nur gefordert werden, sondern wir müssen auch selber etwas tun. Dankeschön. In Kanada kann auf keinen einzigen Hektar mehr gentechnikfreier Raps angebaut werden, da sämtliches Saatgut verunreinigt ist. Auch in den USA sind bis zu 83% des Saatgut von Mais, Raps und Soja gentechnisch kontaminiert. Der Anbau von Genpflanzen erweist sich zunehmend als Katastrophe. Deswegen fordern wir heute kein Patent auf Fliegen, keine Gentechnik. Monsanto war!
gehen wir mal richtig ans Eingemachte. Und die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, Monsanto und Syngenta erhalten den Welternährungspreis. What? What? Der Preis gilt als Oscar der Nahrungsmittelbranche. Die offizielle feierliche Preisverleihung erfolgt am 17. Oktober 2013 in Iowa. Es ist nicht zu fassen, aber Monsanto gewinnt diesen Preis für genmanipuliertes Saatgut. Der Welternährungspreis ist eine internationale Auszeichnung für Personen, die besondere Leistungen für die Verbesserung der Quantität, Qualität oder Verfügbarkeit von Lebensmitteln erbracht haben. Der Preis berücksichtigt Beiträge auf allen Gebieten, die der Welternährung dienen. Ernährungswissenschaft, Agrarwissenschaft und Agrartechnologie, Produktion, Marketing, Lebensmittelforschung, Volkswirtschaftslehre, Armutsbekämpfung, politische Initiativen, Sozialwissenschaften. Es ist kein Witz, Monsanto und Syngenta sollen alle Kriterien erfüllt haben und bekommen den Oscar der Lebensmittelbranche. Gesunde Lebensmittel waren gestern. Wir sind empört! Ja, wie gesagt, die Menschen wollen keine genmanipulierte Nahrung. Wie ist es denn dann möglich, dass diese tierischen Produkte, Fleisch, Milch, Eier, die mit gentechnisch verändertem Futter erzeugt werden, überhaupt verkauft werden? Ganz einfach, das muss nicht deklariert werden. Weil man einfach davon ausgeht, am tierischen Produkt hinterher kann man das gar nicht mehr merken. Deswegen ist eine ganz wichtige Forderung, auch die Fütterung mit genmanipulierten Pflanzen muss auf dem Produkt gekennzeichnet werden. Das ist eine Forderung, die wir alle gemeinsam an die Politik stellen müssen. Hier muss Klarheit geschaffen werden und ich bin davon überzeugt, diese 90%, die keine gentechnisch veränderten Pflanzen essen wollen, wollen auch kein Fleisch, kein Ei und keine Milch, die mit gentechnisch verändertem Futter erzeugt wurde. Dann hätten wir auch wieder einen ehrlichen und vernünftigen Markt für diese Produkte. Meine Kuh ist heil und gras, und nicht den Monsanto-Fraß. Meine Kuh ist heil und gras. Es gibt ein Ziegermord, denn Monsanto war da.